Ribaldi. Freitag in Zerdorf-Bosch noch einmal. Und er ist eben der Macher dieses Königs. Wenn er nicht sogar ein Kaiser ist, tot ihn das. Der Europameister. Und das Schöne ist, der Eigentümer Jürgen von Oltert stellt ihn, der jetzt gleich auf uns zukommt, uns hier über die Station Paul Schockemühle zur Verfügung. Denn Grimaldi wird hier bleiben. Edward, wir grüßen dich ein zweites Mal mit diesem Vererbungskönig und ehemaligen Siegerhengst der Trabener Hengsttage zu Neumünster, meine Damen und Herren, im Jahre 1995. 17-jährig nunmehr dieser monumentale Top-Rappe, der auch mit seiner Vererbung auf damals Schirner der Totilas mal Nordgeschichte geschrieben hat, in der weltweiten Dressur. Ein Augenblick, meine Damen und Herren, der Besinnung. Und ich finde es eine tolle Eingebung, Paul, denn das wird ein neuer, und das werden wir nachher als Schlusspunkt gemeinsam leben, na, Träger auf die so zahlreichen Sandro-Hit-Töchter. Das ist eine Zukunft, die uns hier heute Nachmittag offenbaret wird, wo viele noch dran denken. Und wir werden das Schlussbild nachher gemeinsam gestalten. Nur bewundert ihn noch einmal zum Abschluss seiner sportlichen Karriere. Grimaldi und Edward Gall, dem Europameister, und vielleicht die nächste. Totilas nickt über Video dazu. Schade, Edward, den hättest du auch noch nicht mal so aus dem Nichts mitbringen können. Der geht in Neumünster. Dieses Turnier haben Paul und Uli ja auch übernommen. Fahren wir alle hin. Aber der kommt dann auch noch zu uns. 5.000 Euro. Kostulani. Dieser Leibwurm Mark Hicks von Otto Langens. Dieser Enrico Caruso aus der Kapstadt. Dann Kinnikus, auch in Hebelschenburg, einer der Stammhengste gewesen, der Herkulas. Und dann kommt Flugsand in Philipp B., meine Damen und Herren. Da hat er schon Wiesel Zahr, der war ja jüngst bei euch auf dem PSI mit über 600.000. Und viele, viele andere in ganz, ganz großen Stoffen. Painted Black, sei er wegen von Anfang. Meine Damen und Herren, und Peter Pan von Beatrice Ferrer Salan für Spanien, DCR Pasternak von Kobi von Baden, um nur einige hier zu nennen. 13 gekürzte Bühne schon. Immer wieder Spitzenhengste, auch letztens. Hört die Musik, genieße dieses Bild. Der Europameister Edward Gall aus den Niederlanden mit dem Starhengst und Starmacher Grimaldi. Ich dachte, da käme mehr Applaus. Jetzt fängt er an zu tanzen für uns alle. Überzeugt. Wir verabschieden euch bei
zunächst aber hier gestalten. Wir kriegen weiter die Aufgabe und unseren Schlusspunkt, meine Damen und Herren. Wir sind bald soweit. Er hält auch vom Körper her schon in jungen Jahren. Ohne Fehl und Nadel. Edward Gall, Dankeschön. Vielen Dank.